Findet ihr es auch so geil, euch euer Leben lang mühselig nach oben zu arbeiten, Tag für Tag aufzustehen, richtig reinzuhasseln, immer alles zu geben, Stück für Stück seinem Ziel näher zu kommen, nur um dann schlagartig komplett von vorne anzufangen? Nee, ich auch nicht. Aber noch stärker als meine Abneigung gegen sinnlos investierte Lebenszeit in ein Spiel, welches nur existiert, um dich zum Ragen zu bringen, ist mein Selbsthass, welcher mich sogleich dazu gezwungen hat, jenes Spiel einmal auszutesten. Also, da wären wir. Herzlich willkommen zu Only Up. Ein Spiel, in welchem es, anders als der Name eventuell vermuten lässt, nicht nur nach oben, sondern auch sehr, sehr tief nach unten geht. Für deinen Spielcharakter, für deine Stimmung und deinen Lebenswillen. Allerdings ist das Spiel etwas mehr als nur ein Rage-Simulator, mit welchem man durch wenig Einsatz und einem möglichst lauten Schreiorgan unglaubliche Klicks generieren kann. Nee, dieses Spiel hat mehr Inhalt, mehr Konsistenz, als man denkt. Es geleitet einen auf eine bildliche, gedankliche und metaphorische Reise durch das Leben. Und da jetzt die ersten 30 Sekunden rum sind, in welchem man von YouTube zum familienfreundlichen Gehorsam gezwungen wird, darf ich dieses Dreckspiel endlich so beschreiben, wie ich es gerne wollte. Mann, dieser Vorschlag einer Physik-Engine gepaart mit dem konstanten Versagen der Griffel unseres Sprungmeisters hier, der eine Vorliebe dafür hat, immer mal unterschiedlich standfest bei der Landung zu sein, haben wir beim Spielen mindestens 3 Schlüpfer und 8 Adern platzen lassen. Only Up hat allerdings wirklich etwas mehr zu bieten, als man initial denkt. Und obwohl es eine billige Kopie von Getting Over It ist und auch als solche angesehen werden sollte, hatte ich, so ungern ich das ja auch nach meinem Rant zugeben möchte, ab einem gewissen Punkt wirklich Bock darauf zu sehen, wohin die Reise wohl noch geht. Also reden wir nicht länger um den heißen Brei herum und begleiten mich aus der Retro-Perspektive heraus doch mal bei dieser Reise, welche in einem Ghetto beginnt, aus welchem wir uns herausklettern müssen. Was wir hier sehen, ist übrigens der Nachfolger einer 2-stündigen Kopf gegen die Tastaturschlag-Session, nach welcher ich das Spiel beendet und für 3 Tage nicht mehr angefasst habe. Nun wollte ich aber doch nochmal einen finalen Versuch starten, das Spiel zu bezwingen. Also die Abkürzungen, die ich hier nehme und auch nicht nehme, sind das Ergebnis von viel eigener Ausprobiererei. Und ich habe mich erneut aus purem Selbsthass geleitet, strikt geweigert, hierfür irgendwelche Playthroughs oder andere Hilfestellungen zu Rate zu ziehen. Das erste richtige Fallgefahr aufbringende Hindernis in unserem unerbitterlichen Weg nach oben stellt den Balanceakt über diese Rosterrohre dar. Doch da ich hier vor einigen Tagen schon festklebte, war ich mittlerweile einigermaßen souverän darin, mich hier drüber zu manövrieren. Die Spirale nach oben musste ich aber dennoch im Schneckenschritt antreten, da es uns bei einer falschen Bewegung direkt auf den Boden der Tatsachen befördern würde. Das Geräusch hinter uns gelassen, erblicken wir ein Bett, mit welchem ich mich gekonnt nach vorne katapultiere. Das mit den Betten ist immer so eine Sache. Meistens stellen diese, vor allem im späteren Verlauf des Spiels, eine unglaubliche Abkürzung dar. Allerdings muss man hierfür wissen, aus welchem Winkel man mit wie viel Schwung dort hinaufhüppen muss, um nicht irgendwo ins Nirgendwo gejietet zu werden. Man kämpft also beim Sichten eines Bettes immer innerlich mit sich, vor allem wenn man so weit oben ist wie nie zuvor, ob man die Dinger wirklich austesten und sich dabei den mühsam erarbeiteten Fortschritt eventuell komplett ruinieren will. Aber immer mit der Aussicht, durch die Testung eventuell herauszufinden, wie und ob man hierdurch einen Teil des Gekraxels abkürzen kann. Auch die netterweise in der Luft liegenden Koffer erklommen, landen wir auf einem Dach, bei welchem ich zuvor immer hier entlang gegangen bin. Da landet man dann auf einer Bahnstrecke, die man eine halbe Ewigkeit entlang rennt. Da muss man noch weitere Hürden überwinden und eventuell abstürzen und jada 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 jada. Aber ich habe später, als mir lieb ist, um ehrlich zu sein, diese alternative Route entdeckt, bei welcher wir in einem Wägelchen landen, das uns eine gute Viertelstunde Kletterei einfach mal erspart. So im Nachhinein betrachtet war wohl eher meine zuerst genannte Schienenrennerei die alternative Route und das hier ist eher der Hauptweg. Naja, glücklich darüber, nun mittels eines Wagens über die Schienen gleiten zu können, anstatt mit verkrampftem kleinen Finger hier drüber zu sprinten, betrachten wir das unter uns immer kleiner werdende Ghetto. Diese entspannte Fahrt endete jedoch auch irgendwann. Weiter ging die Reise also auf meine naturell gewachsenen Fortbewegungsmittel, das uns über einige in der Luft hängende Waggons brachte. Dieses Hauptquartier der Deutschen Bahn auch hinter uns gelassen wird, ist Stück für Stück immer industrieller. Und das ist auch irgendwie das Interessante an Only Up. Junge, pass auf, wo du hinläufst. Es sind tatsächlich nicht nur random aneinander geklatschte Objekte, auf denen man seinen Weg nach oben bestreitet. Es werden hier thematische Welten abgebildet. Beginnend in der Armut des Ghettos, über die Arbeiterklasse in der Industrie, welche sich auch nochmal aufteilt in Konstruktionsarbeiten, Zulieferung und letztendlich landen wir mitten im Kapitalismus. Sehr wahrscheinlich interpretiere ich da auch zu viel rein, aber der harte Aufstieg von ganz unten nach ganz oben scheint mir ja eine echte Reise durchs Leben zu sein. Ach ja, und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, tue es aber dennoch, denn es wird noch etwas wilder, als ihr denkt. Je weiter nach oben wir gelangen, desto mysteriöser wird der ganze Lachs hier. Es geht um Religion, Tod, Pizza und all solche tiefgreifenden Thematiken. Greifen war aber mal nicht allzu sehr voraus, denn wir hängen immer noch im Schweiß und Stahl der Industrie fest. Doch mittels einer absolut gar nicht gefährlichen Bettabkürzung schaffen wir es hier ganz gut durch. Noch eine Montagehalle durchquert, bei welcher man dank des festen Bonsrings herum mal kurz durchschnaufen und den immer schrimpiger werdenden Buckel der Anspannung, der sich beim Spielen gebildet hat, auflockern kann, sind wir da auch schon durch und stehen vor einer weiteren bettigen Abkürzung. Doch auch mit dieser bereits vertraut, springe ich mutig drauf los und lande zielsicher auf der nächsten Ebene. Nicht ganz so sicher ist allerdings der nächste Sprung, welchen ich nur dank des Slow-Motion-Einsatzes noch irgendwie retten kann. Ja, es gibt Slow-Motion und nein, ich weiß nicht, ob es wirklich etwas bringt, diese zu benutzen. Es fühlt sich zumindest so an, als hätte man damit mehr Zeit zu reagieren, aber ob das Kerlchen die zu greifende Plattform dann wirklich packt, bleibt so ein 50-50. Safe ist das nur so ein sadistischer Seitenhieb der Entwickler, damit wir einen 4-stündigen Kraxelfortschritt in Slow-Motion dahinschwinden sehen dürfen. Fix durch das 18-plus-Partyabteil gespurtet, dürfen wir uns über diese Zementblöcke in Richtung Plattenbau bewegen. Das unglaublich späte Zupacken meines Spielecharakters ließ mich spontan wieder drauf losschrimpen. Und in allerbester Gaming-Haltung ging es rein in eine meiner ersten absoluten
absoluten Hasspassagen. Diese freischwebenden Mauersteine. Junge, was ist das gottlos, sich darüber zu hüppen. Immerhin kann ich den ersten Teil dieser Misere wortwörtlich überspringen und mit einer kleinen Motivationsrede "Oh, ich will das nicht" ging's rein in den zweiten Abschnitt, bei dem wir direkt mal sehen, wieso das hier so ein Krampf ist. Nicht nur sind die Steinchen von der Hitbox wohl so das Kleinste, was uns bislang begegnet ist, nein, zwischen denen ist auch immer netterweise eine Lücke, die groß genug zum Durchfallen ist. Wie ich euch auch hier direkt netterweise einmal zeige. Der nächste Versuch gelingt allerdings und einigermaßen problemlos gelange ich zur anderen Seite. Ich hatte beim zuvorigen Rumfällen noch dieses Bett am Fuße der Windmühle gefunden und in der Hoffnung, mit diesem irgendeinen Fortschritt erzielen zu können, springe ich einfach mal drauf los. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist, aber funktionieren tut er zumindest. Also gerade noch so. Hell yeah, baby! No problemo. Dank des Kastens gelangen wir sicher zum Oberstübchen der Windmühle, wo ein ekelhafter Sprintsprung durch die rotierenden Windmühlenblätter auf uns wartete. Die Sprinttaste fachmännisch zu früh losgelassen, schmeiße ich in meiner Verzweiflung die Slow Motion an und zu allem und vor allem meiner eigenen Verwunderung gelingt es uns, die anversierte Plattform zu erreichen. Über die letzten Baustellentrümmer hindurch hüpfen wir uns in Richtung Straße. Das Tolle sind hier ganz klar wieder die großen Bodenplatten, welche ein kleines Gefühl der Sicherheit in einem aufflammen lassen, sodass man die schwitzigen Hände kurz an der nicht vorhandenen Hose abwischen und weiter durchstarten kann. Das nicht so tolle hierbei sind allerdings solche Passagen, die einen wieder ganz schnell zurück zum Ernst der Lage bringen. Noch zwei, drei beherzte Sprünge über ein paar LKWs, steigen wir in einen Bus und dann geht's zu der wohl geilsten Abkürzung, die ich gefunden habe. Ich habe safe viele andere übersehen, beziehungsweise mich noch nicht wirklich getraut, entsprechend rumzuprobieren, aber schaut euch mal das versteckte Bettchen hier an, das uns wiederum zu dem nächsten versteckten Bettchen führt, welches uns einfach mal komplett in eine andere Hemisphäre ballert. Wie ein Pendler am Morgen genoss ich diesen blitzartigen Aufstieg in vollen Zügen. Und zack, da wartet auch schon das dritte Bett im Bunde auf uns. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Stunden an Arbeit und Verzweiflung euch diese Bettkombo hier erspart. Die vor mir liegende Straße bricht aus purem Respekt vor mir und meinen Fähigkeiten zusammen, was uns dazu zwingt, die glücklicherweise in der Luft stehen gebliebenen Autos als Plattform fürs Weiterkommen zu nutzen. Ganz eklig war aber der Hüpfer zu diesem blauen Auto. Da man hier einen Sprintsprung machen muss und die Hitbox von dem Teil einfach so verkorkst ist, dass es sich jedes Mal so anfühlt, als würde man diesen Sprung nicht schaffen. Apropos nicht schaffen. Etwas übermütig versuche ich aus drei Sprüngen einen einzelnen zu machen und direkt auf dieses Taxi zu gelangen. Was natürlich keine gute Idee war. Aber hey, gar kein Problem, denn dank der Kunst des Video-Editings kann ich euch den erneuten Aufstieg und das damit verbundene Leid komplett ersparen. Obwohl, so schlimm war es, glaube ich, gar nicht. Hören wir doch mal kurz rein. Ich will nicht mehr. Nee, doch, komm, überspringen wir das lieber. Nun wieder beim Erzfeind-Taxi angelangt, wäre es natürlich das Schlauste gewesen, nicht noch einmal alles aufs Spiel zu setzen, nur um zwei Sprünge zu überspringen. Aber als schlechtes Vorbild durch und durch machte ich genau das und schaffte es tatsächlich. Auch den Herzinfarkt, den dieser Sprung hier darstellte, überstanden, rannte ich weiter und war nun so weit wie nie zuvor. Kurz durchgeatmet, gab es natürlich nur einen Weg. Weiter nach oben. Auf diesem Weg erblickte ich noch ein sneaky Bettchen. Wir wissen ja mittlerweile, dass diese Teilchen Fluch und Segen zugleich sein können. Wollte ich also jetzt, wo ich endlich so weit oben war wie nie zuvor, alles aufs Spiel setzen, nur um herauszufinden, wo mich dieses Bett hier hinführt? Ja, aber natürlich! So trat ich also den absolut gar nicht gefährlichen Weg dorthin an und ja, hüpfte einfach mal drauf los. Zu meiner Freude gelangte ich hier auf einen hell erleuchteten Platz, den man nun wirklich nicht verfehlen konnte. Nachdem ich die glückliche Familie in Slow Motion sowie den adipösen Nackedei hier in Slow Motion bestaunt hatte, lief ich weiter und kletterte einfach mal das erstbeste hoch, was ich gesehen habe. Ach ja, und es geht in diesem Kletterabschnitt hier um Konsum und Luxus und Sonnenbums, nur damit ich es mal kurz angeschnitten habe. Auch die chirurgisch genauen Sprünge über die Laternen gemeistert, stand ich auf einer Werbetafel und war mir nicht ganz so sicher, ob das hier wirklich der richtige Weg ist. Aber all meinen Mut zusammengefasst, wagte ich den Sprung und wurde mit einer Katapultation, ist das überhaupt ein Wort, in neue, unerforschte Höhen belohnt. Etwas überfordert, in welche Richtung ich jetzt laufen muss, entschied ich mich in einem Anflug von Intellekt einfach mal dafür, den Weg zu nehmen, der nach oben führt, was sich auch als richtig herausstellen sollte, da dieser an einem weiteren Bettchen endete. Durchs feuchtfröhliche drauf losriskieren bin ich überhaupt erst so weit gekommen, dachte ich mir, also rauf da und ab dafür. Mit einer Landung, die selbst Michael Jackson höchstpersönlich nicht smoother hinbekommen hätte, landete ich in Front of a Drive-Stuhl und sich meiner eigenen Erwartung widersetzend, safe fährt er nach unten. Er fährt nach oben. Fuhren wir hinauf. Nun sind wir im zu Beginn schon angesprochenen Kapitalismus angekommen. Warte mal, könnten die Betten da nicht auch eine Metapher dafür sein, dass man sich auf der Karriereleiter schneller nach oben schlafen kann? Nee, komm, jetzt interpretiere ich aber wirklich zu viel hier rein. Mit meinen schwitzigen Griffeln manövriere ich mich von Kreditkarte zu Kreditkarte, von Sessel zu Goldbarren und stand letztendlich in einem luxuriösen Apartment. Und wieso darf ich da nicht hoch? Hä? Warum? Weil wir hier hinauf aufs Dach des Tresores klettern und dann irgendwie zu diesem Geldscheinchen hier gelangen sollen. Ich schaute mich noch etwas unentschlossen um, aber einen viel besseren Weg gab es irgendwie nicht. Also dann, Eier zusammenkneifen und ab dafür, würde ich mal sagen. What fortune didn't give?
Diesen Sprung gemeistert waren die anderen danach natürlich ein Klacks, bis ich von dem Kofferdeckel plötzlich nach unten rutschte und sich Daddy, das Spielecharakter, spontan dazu entschloss, nicht die nächste Plattform zu greifen, obwohl die Jammer maximal in Reichweite gewesen wäre. Ist aber alles halb so wild, ich landete sicher auf einem Dach nicht allzu weit unten drunter, musste also eigentlich nur wieder über die Autotür springen und ich hatte ja schon erwähnt, dass sich der Sprung auf die blaue Karre nicht so geil anfühlt. Noch ungeiler fühlt sich aber die Verweigerung des Cappy-Trägers an, überhaupt erst zu springen. Hey, die Konstruktionsplattformen haben uns wieder. Wuhu. Doch keine Sorge, lange werden wir hier nicht verweilen, da uns ein Bett eine Abkürzung in Richtung noch weiter unten beschert. Ich rege mich gar nicht auf. Warum auch? Du bist es, der hier laut wird. Jetzt halt die Fresse. Schwuppdiwupps, da stehen wir wieder und dieses Mal sehr bedacht darauf, einen kleinen Hüpfer zu den Geldscheinen und dann zur Plattform zu machen, gelingt mir das auch. Und kurz enttäuscht darüber, nicht in den Heli steigen zu können, move ich mich Millimeter für Millimeter voran über diese Rohre. Wobei meine Hände mindestens genauso sehr abzappelten wie die Beine von dem Charakter, der by the way Jackie heißt. Ich glaube, das juckt einfach keinen, deswegen hatte ich es noch nicht angesprochen und werde es auch weiterhin nicht tun. Die nervenzerreibende Shitshow wurde aber durch diesen Sprung hier nicht viel besser, den ich wie zur Hölle auch immer gerade noch so gerettet habe. Gut, dann nun aber voll konzentriert ging es weiter, das Hochhaus entlang, wollte ich sagen, an wessen Spitze ein kleiner, super sicher aussehender Aufzug auf uns wartete. Tja, blieb mir ja nichts anderes übrig, also rein mit mir. Wo die Reise als nächstes hingehen sollte, war auch schnell klar. Auf das rote Teil und dann Richtung Ballons und Siegertreppchen. Das Ziel war zum Greifen nahe, anders als das rote Pinöpelchen, welches ich komplett verfehlt habe. Und ja, ich sag mal so, wäre ich eine Katze gewesen, hätte ich in diesem Moment hier alle 9 Leben gleichzeitig verloren. Da ich euch kleinen Schweine kenne, weiß ich, wie sehr ihr es genießt, mich failen zu sehen. Also lasse ich euch den Sturz mal in seiner ganzen Pracht genießen. Ist schön, oder? Genießen wir. Einfach so. Stunden an Progress. Weg. Einfach weg. Ich war zwar innerlich gebrochen, aber noch nicht vollends auseinandergefallen, weswegen ich keine Zeit verlor und den Aufstieg von vorne begann. Angetrieben aus einer unergründlichen Quelle an Selbsthass, war ich mittelkurz darauf auch wieder beim Fahrstuhl angekommen. Und diesmal ließ ich mir etwas mehr Zeit, warf die Slow-Mo an und schaffte es tatsächlich. Die Musik trällerte und das Gefühl des Sieges wurde nur durch die vom Spiel so nett angezeigte verschwendete Lebenszeit etwas gedrosselt. Lange konnte ich mich selber jedoch nicht feiern, denn eine ominöse Treppe fiel mir ins Auge und ein Verdacht beschlich mich. Ah, oh, scheiße, es ist noch nicht vorbei, oder? Gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Rauf da, rein da und hoch da. Bis über die Wolken hinaus gleitend gelangen wir letztendlich in den Himmel. Und ab hier beginnt das Spiel uns mitzunehmen auf eine Reise durch den Glauben, durch unterschiedliche Götter und Mythen. Und ja, let's go. Ah, warte, erst habe ich noch die Katze bestaunt, aber natürlich in Slow Motion. Die erste tricky Passage ist wohl der Balanceakt über dieses Gerippe, bei welchem man einfach zu dem Gott seiner Wahl beten muss, dass die Hitbox wirklich so ist, wie sie aussieht und man nicht plötzlich irgendwo hinuntergleitet. Das wurde dann nochmal mit dem Faktor 1000 multipliziert, als sich das Teil auf die Seite gedreht hat und man nun auf den einzelnen Wirbeln entlang latschen durfte. Oh, nicht nach unten gucken, nicht nach unten gucken, nicht nach unten gucken, yeah. Ein Bett entdeckt, entschied ich mich tatsächlich mal dazu, diesen Gamble nicht einzugehen und lieber über die Steinsäulen mir einen Weg nach oben zu suchen. War tatsächlich auch alles gar nicht so schwierig und einen kurzen Herzinfarkt bedingt durch das plötzliche nach oben befördert werden von einem random Buch später, gab's eine Kletterstunde auf Jesus Nacken, die auf seiner Hand endete, auf welcher wir sogleich ins nächste Gebiet schwebten. Wieso hat mich Jesus direkt in eine Schule gebracht? War der nicht irgendwie der Gute in der ganzen Story? Oh, ich weiß, was das ja alles bisher war. Das war der Schulweg von meinen Großeltern, jetzt ergibt alles einen Sinn. Bei meiner Herumgelatscherei noch ein Bettchen entdeckt und gefangen in der Alternative. Tieflosigkeit sah ich mich gezwungen, dort einmal hinaufzuspringen. Wer hätte es anders erwartet, wir landen natürlich in Hogwarts. Diese Sprünge hier von Bank zu Bank erinnerten mich sehr stark an meine mauersteinigen Freunde aus dem Industriegebiet, weswegen ich mich schon mal mental dafür bereit machte, mir eine neue Tastatur zu kaufen. Doch mein Geldbeutel konnte aufatmen, diese Hüpferei habe ich ohne größere Fehltritte hinter mich gebracht. Doch die direkt darauf folgende Jump-Passage hat mich dann wieder innerlich sowie äußerlich zittern lassen. Und nur durch eine Haltung, die einen Bandscheibenvorfall an 7 Stellen gleichzeitig förderte, konnte ich diese Kletterqual überstehen. Wusstet ihr eigentlich, dass der Begriff Bandscheibenvorfall nicht von dem Vorfall an einer Bandscheibe herrührt, sondern das nach vorne Fallen der Bandscheibe beschreibt? Jetzt wisst ihr es. Wissen Mädchen darum? Wo zur Hölle sind wir und warum drehen wir uns um die Sonne oder so? Keine Ahnung, aber es gibt für mich nur eins zu tun. Weiter nach oben. Das Gehirn auf einer brennenden Feuerschale hat bestimmt irgendwas unglaublich Schlaues, Metaphorisches zu bedeuten, war mir aber maximal Ralle, denn ich war gerade so richtig im Saft und wollte einfach weiter nach oben schwitzen. Und yay, ein Bett. Ah shit, was soll's. Ein beherzter Sprung und ein noch beherzterer Einsatz der Slow Motion ließ mich noch gerade so an meinem Ziel ankommen. Der spiralförmige Aufstieg über allerlei Gedönse führte mich zu einem Schiff. Weil, warum auch nicht. Und begleitet von euphorischem Getrellere im Hintergrund schipperten wir drauf los. Mit einer brutal effektiven Seitenlage noch eine Wendeltreppe erklommen, stehen wir dieser kanonigen Skulptur gegenüber. Und da es sonst absolut keinen Weg nach oben gab, war schnell klar, die Kanone würde das für mich übernehmen. Also reingestellt und jupp.
Eiszeit, hier bin ich. Zwar sind diese Eisplattformen nicht rutschig, aber dafür brechen sie unter einem ein. Zunächst noch einigermaßen gekonnt hier drüber bewegt, bin ich letztendlich doch mit einer Scholle in die Tiefe gestürzt. Einen allzu großen Rückschlag stellte das aber Gott sei Dank nicht dar. Also wieder rein in die Kanone und... Wow, warte mal. Komme ich eventuell auf die Eisplattform da drüber? Meine Neugierde war geweckt, etwas, was in einem solchen Spiel meist keine sonderlich gute Sache ist. Doch tatsächlich hatte ich es geschafft, das Schollengejumpe und wahrscheinlich weiteres hierdurch zu überspringen. Auf der Eisplattform gab es jedoch nix außer einer Champagnerflasche. Und da lag es nahe, dass diese mich ebenfalls weiter gen Weltall ballern würde. Gesagt, geschehen, wir fliegen drauf los und landen anscheinend im Buddhismus. Gut, von mir aus. Den Kopf vom Buddha schneller erklommen, als du Wiedergeburt sagen kannst, betreten wir eine unglaublich unzuverlässig aussehende Brücke. Zwar wackelt die nicht hin und her, aber einige fehlende Planken sei Dank war das hier drüber gelang ein echter Konzentrationsakt. Und dann wurde es plötzlich dunkel. Jegliche Farbe floh auf unserem Weg nach vorne vom Bildschirm und hinterließ ein drückendes Schwarz-Weiß. Nun sind wir anscheinend in der griechischen Mythologie angekommen. Wir müssen zwei Münzen einsammeln, welche uns ermöglichen, den imaginären Fährmann Charon für eine sichere Überfahrt zu bezahlen. Den Styx überquert, fliehe ich schnell vom sinkenden Bötchen und mache mich daran, den Leuchtturm zu erklimmen. Der stabile Bruder der anderen Hängebrücke geleitet uns hinein in das Maul eines Wales, in welchem die Farben glücklicherweise zurückkehren. Von dem Spiel noch einmal kurz daran erinnert worden, nicht einfach blindlings drauf loszurennen, wage ich einen gezielten Sprung auf den unter mir liegenden Anker. Angsterfüllt die mit Runen versehenen Schwerter entlang geklettert, gelange ich letztendlich auf den Wal hinauf, auf welchem eine weitere Hängebrücke auf mich wartete. Diese bringt mich zur Bifröste, der Regenbogenbrücke, die Midgard und Asgard miteinander verbindet. In diesem Fall hier verbindet es aber nur Leid mit Elend, da wohl jetzt der berüchtigste Teil vom ganzen Spiel kommt. Diese runde Regenbogenplatte, auf die ich hier so schön zusprinte, ist keine standhafte Plattform. Egal wie und wo man dort hinaufspringt, man glitscht entweder wie ich gekonnt über die Kante oder fällt einfach direkt hindurch. Mein Sturz wurde immerhin von dem Riesenvögelchen noch einigermaßen zeitig ausgebremst, sodass ich hierdurch nicht allzu viel Fortschritt und Motivation verloren habe. Nochmal fix am Buddha hochgeklettert, dann 28 Tode bei dieser Stelle hier gestorben. Na, jetzt geht er doch einfach drauf, Mann! Und dann stand ich auch schon wieder vor der trügerischen Platte. Zwei alternative Routen boten sich mir an und ich entschied mich für die linke, welche mich sicher, ja so sicher wie es halt in so einem Spiel hier geht, weiterbrachte. Den auf der nächsten Brücke stehenden Hund durch meine bloße Existenz so dermaßen erschreckt, dass er sich spontan in Luft auflöste, war der Weg für mein Durchschreiten frei. Und ich gelangte zum Zankapfel. So ein goldener Apfel aus der griechischen Mythologie, ist aber auch absolut egal jetzt. Den mitgenommen tellern wir nach oben und landen wieder in unserem vertrauten Ghetto. What the fick? Neugierig, was nun wohl passiert, schoss ich durch das Rohr, auf dessen anderen Seite ein verdammter Drache auf mich wartete, dank welchem ich auch erstmal eins vor runterfallen war. Nun bedacht darauf, einen großen Bogen um das Vieh zu machen, setzte ich meine unaufhörliche Reise nach oben fort. Musste hierbei wieder mal über ein paar Rostekarren klettern, was so merkwürdig war, wenn man die letzten Stunden damit verbracht hat, in Walen und an religiösen Symbolen entlang zu hüpfen. Nun war Endgegner-Pizza angesagt und ich könnte natürlich den vorhergesehenen Weg nutzen und rechts herum von Pizza zu Pizza gleiten. Oder aber ich nehme Anlauf und springe direkt zur allerletzten im Bunde. Ja, clever wie ich bin, habe ich natürlich genau das gemacht und es easy geschafft. Sollte ich nach mehr als 4 Stunden der Selbstversklavung tatsächlich etwas Können entwickelt haben? Die Antwort darauf ist natürlich nein, wie ich mit dem nächsten Sprung unter Beweis stellte. Wir fallen hinab, rutschen von der nächsten Plattform unglücklicherweise noch tiefer hinunter, können dem Wal nochmal kurz im Vorbeifliegen winken und landen Buddha sei Dank auf der darunterliegenden Ebene. Doch so ganz wollte ich mich noch nicht geschlagen geben und zackig war ich zu meinem fettigen Freund zurückgekehrt. Wieder die Abkürzung und diesmal auch den darauffolgenden Sprung gemeistert, betrat ich eine Art Kinderzimmer, über welchem ein Chicken Wing mit der Hitbox des Grauens wachte. Guckt euch das mal an! Irgendwie dann doch meinen Typen überredet bekommen, dort drüber zu wandern, hüpfen wir noch immer begleitet vom Drachen über allerlei hobbylose Gegenstände. Nein, ich gebe noch nicht auf. Ich bin noch lange nicht geschlagen. Rein in die Kanone, rauf mit mir zum Gletscher. Gletscher verfehlt, kein Problem. Wir landen wieder bei der Kanone. Okay,
okay, halb so wild. An Aufgeben war noch nicht zu denken. Diesen Bettsprung hier habe ich ja schon gemeistert, also warum sollte ich es kein zweites Mal schaffen? Ich gebe auf. Da sammle ich ja lieber ein paar exotische Krankheiten auf öffentlichen Toiletten, als hier auch nur eine Sekunde weiterzuspielen. Ich weiß, das ist jetzt für euch extrem unbefriedigend, dass ich es nicht geschafft habe. Aber glaubt mir, dass es für mich noch tausendmal schlimmer ist. Ihr habt hier ja immerhin nur 20 Minuten mitgefiebert und größtenteils Fortschritt gesehen. Meine Wenigkeit dürfte 4 ganze Stunden mit immer schwitziger werdenden Körperteilen diesem Lemurensohn eines Spiels versuchen, meinen Willen aufzubringen. Und habe dabei dank meiner diversen Flugübungen nur dieselben Passagen gesehen. Also hier der freundliche, aber bestimmte Appell an euch, wenn ihr mehr sehen wollt, dann spielt es doch einfach selber. Oder viel besser, guckt euch stattdessen meine anderen Videos an. Yodarum over and out. Tüdelü.